Willkommen zurück zur Stoic Challenge. Hier an den Drachenbaracken in Dark Souls 3, wo die Philosophie zum Sterben hingeht. Ja, in der letzten Aufnahme ist leider mal wieder ein GAU passiert. Die ganzen klugen Dinge, die ich so geredet habe, wurden nicht aufgenommen. Und ich sehe jetzt gerade, der nächste GAU ist, dass ich mehr als 99 Pfeile gar nicht im Inventar haben kann. Das ist schlecht, weil mit den 99 Pfeilen sind wir letztes Mal gerade mal dazu gekommen, den Drachen auf so ein Drittel der Health runterzukriegen. Ich habe jetzt natürlich den Bogen upgraded, aber das genug. Ah, es macht schon was aus. Mal gucken, ob jetzt die 100 Pfeile dann reichen vielleicht. Besser natürlich. Ich würde auch treffen. Ja, es ist sehr frustrierend. Jetzt meta-frustrierend, gar nichts mit dem Spiel zu tun, dass die ganzen Sachen, die ich letztes Mal gesagt habe, wieder verloren gegangen sind. Habe ich der Luft und dem Wetter anvertraut. Aber das ist am Ende dann doch nicht so schlimm, weil also das Fazit war, und das werde ich natürlich dann auch jetzt in einer Narration noch nachtragen, dass die Methode dieser Stoic Challenge bei mir zumindest sehr gut funktioniert hat. Sowohl der Spielegenuss ist gestiegen, als auch, ich glaube, das sind alles Strategien, die man auch ins normale Leben einfach rüber retten kann. Dieses sind ja alles diese Banalitäten, die man dann auch in Ratgebern liest. Zählen Sie bis 10, bevor Sie die Antwort-E-Mail abschicken. Fragen Sie erstmal jemanden, bevor Sie einen Wutausbruch kriegen. Also all die Dinge, die die unmittelbaren, irrationalen Gefühlsreaktionen in den Kontext bringen und relativieren. Aber vor allem eben diese negativen Reaktionen möglichst gar nicht erst so voll durchschlagen lassen. So, wie sieht's aus? Wir haben 60 Pfeile noch. Die Health ist... Es wird knapp. Das ist natürlich die Frage, ob man ihn totschlagen muss oder ob... wie gesagt, der andere Drache ist... beziehungsweise wie gesagt und nicht aufgenommen, der andere Drache ist irgendwann abgerauscht. Also, da das so ein bisschen kritisch ist und die Kopfschüsse 1,5-mal so viel Schaden machen, lohnt es sich vielleicht darauf zu warten, dass er den Kopf stillhält. Shit. Wobei natürlich, wenn dann die Hälfte der Pfeile daneben geht, der Effekt auch wieder aufgehoben ist. Halt doch mal still. Lass dich doch kaputt machen. Ja, 34, also zwei Drittel der Pfeile sind weg. Und wir haben nicht annähernd zwei Drittel der Health weggemacht. Sehe ein bisschen schwarz für den Fall, dass wir den wirklich umbringen müssen. Vielleicht muss man auch den Bogen doch noch ein bisschen aufwerten. Shit. Okay. Sollten keine Pfeile mehr daneben gehen. Sprach's und schoss daneben.
glaube, er hat sein Bewegungsmuster geändert. Es wird nichts. Noch 23 Pfeile. Einer davon wieder daneben. Vielleicht ist die Pointe auch wie in Dark Souls 1 mit dem Drachen oder der Wyvern, die da über der Brücke hing. Ach, jetzt! Trollt mich nicht, Entwickler. Dass sobald die Health weit genug runter ist, der Drache sich selber heilt. Nein! Ah, shit. Was? Kommt auf jeden Fall an. Armes Tierchen. Armes weißes Tierchen. Ja, also bedauerlich. Ich glaube, im Prinzip geht es so, aber nicht mit einem Bogen dieser Stärke, beziehungsweise nicht mit jemandem, der so schlecht zielt wie ich. Wenn ich so viele Pfeile daneben gehen würden, wäre es, glaube ich, sogar gegangen. Ende. Gibt es eine Möglichkeit, das aus dem Lager aufzufüllen? Oder müssen wir dazu in Firelink Shrine sein und dann erholt sich der Drache wieder? Aha. Okay, kann man die nicht mit diesem Bogen verschießen vielleicht? Ja, das sind Great Arrows, das geht wahrscheinlich dann nicht. Könnte ich einen Poison Arrow probieren? Fire Arrow. Damit man das Ganze jetzt nicht normal machen muss. Also wenn der Poison-Effekt auch irgendwann eintritt, nach zwei oder drei Pfeilen, bislang nicht, wie es aussieht. Na, bleib doch mal da stehen. Mist. Okay, das müsste aber zu machen sein. Wenn er mal stillhalten würde. Oh, das ist ja erfreulich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Daran sind sie jetzt beide gestorben. Ich hatte befürchtet, das müssen wir jetzt also nochmal machen mit einem neuen Satz Pfeile. Okay, hier kann ja eigentlich nichts am Leben sein. Hier ist ja alles einmal durchgegrillt worden. Hinter der Mauer kommen unerfreuliche Geräusche hervor. Ein Ember. Was haben wir hier noch? Eine Gemme. Eine Gemme. Eine Sackgasse oder vielleicht auch. Ja, nee. Sackgasse. So, wer grunzt hier so? Hm, schon wieder so einer. Klingt, als käme das Geräusch von genau hier. Wahrscheinlich von drunter. Shit. Projektilgegner. Immer wieder eine Freude. Überall wird gegrunzt und gejammert. Schon wieder so ein Hellebarden-Kandidat. Let me kill you. Let me kill that for you. Let me kill you for you. Noch ein Ember. Das Spiel wirft mit Embern um sich. Was will das mir sagen? Das ist eine lustige Pointe, fällt mir gerade auf, weil gerade wieder eine Framerate-Einknickung zu verzeichnen war. Und ich mich erinnert habe, dass bei der letzten Aufnahme ich überprüft habe, ob die Aufnahme an der Xbox läuft, weil die Framerate ganz gut lief. Und ich dachte, vielleicht habe ich vergessen, die Aufnahme anzustellen. Und dann war es aber die andere Aufnahme, die nicht lief. Haha, haha, Humor. So, also die Drachen sind weg. Die Dreiergruppe hier ist auch erledigt. Oh, ne, ist sie gar nicht. Entschuldigung. Ich hatte dich vergessen. Es tut mir sehr leid. Hier kann man, wieso kann man hier noch rum? Ist ja interessant. Wo sind wir? Ah, unter der Brücke, über die wir oben. Aha. Was? Obviously. Und warum auch nicht? Das ist ganz schön groß, das Areal. Noch ein Titanite-Chunk, sehr gut. Brauchen wir noch drei. So, tja, was machen wir mit dir? Kann ich dir von hier oben aus was tun? Kann ich, come on. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Güte. Schon wieder ganz schön hell. Nein, nein, nein. Oh, shit. Oh, oh. Das wird mir noch leid tun. Tu die Nachricht weg, du dummes Spiel. Einfach mal in unbekannte Räume rennen. Das ist immer eine gute Idee bei Dark Souls. Okay. Erstaunlicherweise lebe ich noch. Spiel. Guck mal, diese Nachrichten da weg. Das gibt's doch nicht. Bekämpft vom Spielinterface. Okay. Das war jetzt ein bisschen schlecht für die Nerven alles. Meine Güte, ist das unübersichtlich hier. Ich habe komplett die Peilung verloren, wo wir sind. Wer stampft? Nein, schon wieder einer von denen. Möchte ich jetzt lieber nicht. Puh, shit. Jetzt sehe ich auch die kleinen Flügelchen, die er hat. Der Winged Knight. Okay. Gehen wir mal zurück und gucken, wo wir mit eingeklemmtem Schwanz durchgerannt sind. Wie ein kleines Hündchen. Ihr seid irgendwie ganz schöne Nervensägen. Freundchen. What the fuck? Was? Wieso gibt's denn hier zwei jetzt von euch? Boah, das ist ein nicht nur kleines Wunder, dass ich noch lebe. Heieiei. Haha. Very funny. Tja. Das Muster ist unerfreulich. Immer noch eine Attacke mehr, als ich denke. Okay. Jetzt mal eingeklemmt zwischen zwei von diesen super fiesen Viechern und einem Winged Knight. Ah, ist klar. Screw you! Aber Spaß ist aber das probieren. Ja, interessant. Aus irgendeinem Grund ist meine Magie-Estus alle. Und dabei habe ich sie gar nicht benutzt. Zwei Estus, noch ein Estus. Und ich bin da ja runtergefallen, da geht's wahrscheinlich noch nicht mal raus. Time for Homeward Bone vielleicht.
Buh. Mann. Ich kann auch durch Wände hauen. So, ist das es alle? Wie viel Health hast du denn noch, du Mistfink? Verrätst du mir nicht, okay. Okay, nicht mehr so viel. Gut. Noch ein Chunk, wunderbar. Ausgang, Leitern und so gibt es hier keinen. Gegen den haben wir nicht den Hauch einer Chance. Und gegen den Winged Knight da oben auch nicht. Och, was leuchtet hier? Was leuchtet denn hier? Gimme, gimme, gimme. Lightning Urn. Okay. Bin direkt neugierig. Was mag das wohl sein? So eine Lightning Urn. Och. Sieh mal einer an. Eine Blitzgranate. Also das ist jetzt ein bisschen schade, weil es fühlt sich sehr so an, als müsste hier jetzt dann ein Bonfire kommen. Vielleicht nach diesem Typen da oben. Ah ne, da ist es ja wieder. Da ist. Ah, okay. Jetzt verstehe ich die Geografie auch. Da ist das Bonfire wieder. Das heißt, wir können jetzt zum Bonfire zurück. Hm. Naja, direkt. Oh, wenn das mal jetzt überhaupt benutzbar ist. Ja, ist es nicht. Scheiße. Gut. Beziehungsweise schlecht. Tja. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Weil wir stehen direkt am Bonfire. Und können noch mal in der anderen Richtung oben gucken, was es da sonst noch so gibt. In der Richtung. Give me back my stuff. Okay, das heißt also, ja, das war diese Sackgasse. Das ist auch ein Muster, das ich allmählich erkenne. Das ist immer, wenn sie sich solche Sackgassen sich da auftun. So, hier kann man auch direkt runterspringen. Kann auch auf dieser Seite runterspringen. Oh, großartig. Scheiße. Ist nur ein kleiner Scherz vom Spiel. So, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist eins von diesen Monstern damit direkt. Ausgebremst. Und der da hinten. Der braucht uns eigentlich auch nicht zu interessieren. Damit haben wir jetzt vollen Estus und können uns um den Winged Knight kümmern. Ach ne, hier waren ja auch noch 30 heimtückische Überraschungsangreifer. Oder nicht noch einer?
War denn da nicht noch einer? Sorry. Kein Wunder, war das so ein Inferno vorhin. Schon wieder den Überblick verloren. Waren das jetzt 7? Gut. Man sollte mehr auf die Geräusche hören. So. Winged Night Time. Let me hurt you a bit. Naja, wirklich nur ein bit. Na, wirst du wohl den Ausgang finden. Puh. Das ist nicht sehr viel Platz für so einen Kampf. Beschädigt. Jetzt ist er ziemlich tot beschädigt. Okay. Das ist ganz befriedigend, weil ich werde besser. Glaube ich. Vielleicht. Na! Sprach's und wäre beinahe von der Mauer gefallen. Okay, das ist der, der vorhin die Granaten geworfen hat. Allmählich klärt sich alles. Da sind wir durch. Und hier ist der Weg zu Ende, falls hier nicht... Nee, ist kein... Could this be a river? Okay. Ja. This could very well be a revenge. Ein bisschen fraglich ist, warum der von einem Winged Knight bewacht wird. Aber ich sehe keine weiteren Möglichkeiten für Goodies hier. Und damit hätten wir die Ecke, glaube ich, auch erledigt. Nicht vergessen, den Undead Bone Shard auch zu verbrennen gleich im Bonfire. Aber erstmal gucken wir, was wir hier noch rausfinden können. Ging es hier noch durch? Ja. Ging es. Eieiei, das ist alles ganz schön groß. Ich fühle mich, als würde ich in eine Falle tappen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich in eine Falle tappe. Das war knapp. Na komm. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hab's gewusst. Ich habe gewusst, was ich tue. Also das ist wieder ganz gut designt, auch dieser Bereich hier, dieser ganze Bereich, weil man jetzt zu all diesen Seitenzweigen, die man jetzt erkunden kann, relativ problemlos hinkommt. Das heißt, da liegen jetzt zwar ziemlich viele Seelen schon wieder, aber das macht nichts, weil der Weg dahin ist frei. Oh, da oben ist ein Item. Schon mal vormerken, für wenn wir da gleich langkommen. So, jetzt erstes Gebot. Trotz aller Fallenkonstruktion hier erstmal Seelen zurück. So, jetzt
Na, was? Hä? Wie ging das denn so schnell? Gut, also, Der schmeißt offensichtlich sehr gefährliche Brandbomben. Das heißt, er muss schnell weg. Wenn ich aber da reinrenne, bin ich auch schnell weg. Strategie, Strategie. Ich brauche eine Strategie. Die armen Drachen. Und da oben geht es offenbar noch irgendwo hin, aber eins nach dem anderen. Läuft doch schon ein bisschen besser. Schon wieder so ein schwarzes Ding. I don't like it. Erstmal hier nach oben. Da sind bestimmt lauter freundliche Leute, die uns auf ein Gläschen Kaffee oder ein Tässchen Bier. Uiuiui, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hör auf zu wimmern. Ich mag keine Wimmernden. Die Wimmernden werden zu so Leuten mit schwarzen Gewächsen auf dem Kopf. Euch ist nicht zu trauen. Sehen. Funny. Was? Mitten im Angriff kann er mich wegfangen. Ist aber nicht so schön. Game. Mach dich platt, du blöder Mimik. Okay. Okay, okay, okay. Ich sag immer okay. Obwohl es aus Gewalt und Mord ist. Aber in dieser Welt sind Gewalt und Mord okay. Sterbt, böse Dinger. Interessant, ein Geländer aus kleinen Büschen. Warum auch nicht? Architektonisch eine gelungene Variation. Das nimmt alles überhaupt kein Ende. Was ist denn das jetzt wieder für ein Riesenraum? Wenn das mal nicht schon wieder die nächste Boss-Arena ist. Vielleicht aber auch nicht. Gasp. It's big, it's unübersichtlich. It's full of evil. Ritter. Meine Lieblingsgegner. Noch ein Ritter. Gut, das ist vermutlich, ja, da unten ist das große Tor. Ich nehme mal an, da wird irgendwo ein Hebel oder was sein. Mit dem man das dann aufkriegt von innen. Ach,
wo ich es gerade sage. Okay. Damit wäre das auch. Huch, was? Was tust du denn jetzt? Bist du verwirrt? Bist du ein verwirrtes Häschen? Was macht ihr denn da unten? Wisst ihr nicht, wie oben und unten geht? Hä? Das wirkt jetzt ein bisschen, als wäre es ein Programmierfehler. Haha, seid ihr doof. So, hier könnte man jetzt runterspringen. Man kann es aber auch lassen, weil wir haben da unten ja auch noch diese Etage mit der Leiter und den drei Kameraden und dem schwarzen Geschwür. Ja, das ist sehr aufmerksam von dir. Das erleichtert mir die Sache ein bisschen. Möchte noch einer runterkommen? Kommt gerne. Ja, geht doch. Stopp. Zwei? Da leuchtet noch was. Soll mir das was sagen? Sind Black Firebombs gut gegen schwarze Wuchermonster? So, ich fände es jetzt ganz gut, wenn wir das nicht nochmal machen müssten. Das liegt aber in meiner Hand. Und darf ich jetzt einfach nicht sterben. Hehe. Oh, da oben geht es auch nochmal weiter. Curse oder Poison, das ist auf jeden Fall sehr, sehr unschön, dass der mit einer Spritzattacke direkt so viel Schaden gemacht hat. Seufz. Seufzerchen. Es geht ja wahrscheinlich eh wieder nur um ein Item. Ich glaube, da kommt man auf diese Balkon raus, wo wir draußen schon was liegen gesehen haben. Spaßeshalber. Ich benutze ja sonst eh für nix. Naja, ist jetzt nicht der. Was ist das denn wieder für eine Bullshit-Attacke? Nüchtern. Auch nüchtern. Ein Item. Schon wieder ein Titan-Chunk. Ich glaube, das ist der Weg, wo es zum Winged Knight ging. Wenn ich meine Orientierung nicht ganz trüge. Das ist eine Treppe, das begrüße ich. Ah, jetzt sind wir hinter dem Drachenflügel. Kein Durchgang. Hier ist das Item. Ah, wir müssen gar nicht durch bei dem.
Auch nicht schlecht. Die interessante Frage ist aber, was der denn... Ach so. Ach so, ach so, ach so. Es gibt noch eine Etage drüber. Gut, müssen wir da wohl doch durch. La la la. Das ist ein Bullshit-Angriff. Immerhin habe ich verstanden, was man dagegen machen kann. Stirb, du Mistfink. Du Ungetüm. Oh, zwei Chunks und zwei Amber. Das Spiel ist auch der Meinung, dass der schwer war. Das nehme ich als Kompliment. So, da drüben steht uns noch dasselbe bevor. Da gibt es auch Items unterm Drachen. So, aber jetzt ist es mal gut. Wir sind hier zu Ende. Ja, Pustekuchen. Och. Guck mal an. Guck mal an, was wir da übersehen haben. Na gut. Das hätte die Sache ein bisschen einfacher gemacht, aber hat ja auch so funktioniert. Gut. Ich bin mit dem Fortschritt sehr zufrieden. Wir kommen voran, wir kommen voran. Wir rücken dem Ende näher. Also wir haben natürlich noch keinen einzigen Boss hier oben besiegt. Nur so ein paar Mini-Bosse. Hier ist jetzt die Tür offen. Das sparen wir uns für später auf. Ich höre schon, dass die Bullshit-Zaubersprüche am Start haben und es sind riesige Ritter, aber... ihr hier wart auch, ich erinnere mich, ihr wart auch nicht so ganz von Pappe. Who's shooting? Da stimmt was mit dem Drachen nicht ganz, aber ich will nicht pingelig sein. Das Ganze ist insgesamt, finde ich, das sehr schön designt und auch sehr schön gestaltet. Es ist genau das richtige Level gefunden, auch zwischen total unübersichtlich und verwirrend. Und am Ende dann aber doch sehr logisch aufgebaut und verständlich. Hier waren wir noch nicht. Ein bisschen mit Vorsicht vorgehen, damit das nicht... Ach ne, Moment. Von wegen. Klar war ich hier schon. Da war ich noch nicht. Zum Thema verwirrend und übersichtlich. Oha. Doppel-Oha. I don't like it. Einer von denen ist schon unerfreulich. Klar, und dann auch noch nicht getroffen. Top. Dass ich jetzt geheilt oder gebufft? Macht es einen Unterschied? Eieieiei. Aua. Hm.
Guck mal an. Dieser Special Move hat echt, der kann was. Wo ist jetzt der andere hin? Aha. Du denkst wohl, du bist schlau. Wieso habe ich denn jetzt wieder zwei Gegner? Jetzt habe ich doch extra hier mich bemüht, dass das nicht passiert. Auf den letzten Metern. Schade. Sehr, sehr schade. Gut, einen Versuch noch. Weil dann wären die ganzen Seitenarme, soweit ich das sehe, hier auch abgehakt. Dann können wir mit dem großen Raum weitermachen. Oder nächstes Mal noch einen Anlauf gegen den Consumed King unternehmen. Bis dahin lief es eigentlich sehr, sehr gut. Es wäre natürlich auch strategisch schlauer, den Undead Bone Shard schon mal zu verbrennen. Kann ich hier einfach durchrennen oder kriege ich nachher Ärger? Wir werden sehen. Dann ist es hier. Okay, dich muss ich platten. Ja. Ist immer das Gleiche bei diesem Spiel. Wenn man es eilig hat, geht das nach hinten los. Okay, also einen Versuch machen wir noch. Die paar Minuten müssten noch drin sein. Wenn es schief geht, dann eben nächstes Mal. Aber die 65.000 Seelen hole ich mir jetzt wieder, damit ich dann auch, das mache ich wahrscheinlich dann nicht mehr in der Folge, sondern direkt danach einmal Level rauf, einmal die Waffe upgraden. Wir müssen jetzt genug Chunks zusammen haben und einmal das Bonfire upgraden und damit auch die erste Flasche. Und dann müsste es beim nächsten Mal wieder ein kleines bisschen leichter werden alles. Und ich glaube, wir haben aus der Questline von Siegward auch schon ein Titanite Slab. Es kann sogar sein, dass ich die Waffe direkt aufs Maximum abgegradet kriege. Ich glaube, ich habe nicht ganz die richtige Waffe dafür ausgesucht. Ich habe mittlerweile mal ein bisschen online geguckt, was die Leute so für Waffen empfehlen. Und dieses Greatsword ist nicht schlecht, aber es ist nicht annähernd das Beste, was man so haben kann, aber ich habe es jetzt schon so weit abgegradet. Ich bleibe jetzt erstmal dabei. So, Seelen sind wieder da. Wie viele von euch sind denn hier? Shit. Nicht die Ritter da aufbrechen. Das glaube ich jetzt nicht. Okay, wie sind wir in der Zeit? Einen wirklich allerletzten Versuch noch. Es ist immer besser, wenn man positiv endet. Und ich, also es ist definitiv machbar. Wenn ich nur die Geduld entwickeln kann, aber ich bin auch jedes Mal überrascht, dass es scheint jedes Mal einer mehr da zu sein als vorher. Ich dachte, da wären zwei von denen, jetzt sind es plötzlich schon drei. Und es ist, glaube ich, tatsächlich schlauer. Wir haben ja genug Estus,
diese ganzen Seitenfiguren alle auszuräumen, damit, falls die beiden Ritter mich in die Enge treiben und ich irgendwo hinflüchten muss, dann nicht dann noch Gegner warten. Und das nimmt kein gutes Ende. Hat's wieder geschafft. Bitte. Zum Glück geht das wenigstens schnell weg. Was? Hä? War ich da unten eigentlich schon? Komm mal an. Ach du Scheiße. Das war jetzt die falsche Frage zu fortgeschrittener Stunde. Okay, der kann offensichtlich nicht die Treppe rauf, dann ignorieren wir das. Das ist nur wirklich vorgemerkt für nächstes Mal. Was immer das ist überhaupt. Jetzt hört doch mal auf hier mit diesem Morden und Totschlagen. Wir können uns doch alle vertragen. So, jetzt war da, glaube ich, noch einer. Der Vollständigkeit halber. Ja, da kommt er schon. Da kommt er schon angelaufen. Die sind echt nicht von schlechten Eltern, diese Gegner hier oben. Nee, okay, gut. Es soll nicht sein. Dann lassen wir es dabei bewenden. Bis zum nächsten Mal, wenn wir diese Bagage hier platt machen und gucken, wer da im Keller wohnt. Ich vermute, es ist einer von diesen, den habe ich schon von gehört. Von Outrider Knights heißen die, von denen haben wir schon mal einen gesehen. Unter dem Turm, in dem der Riese war. Bis zum nächsten Mal in Lothric Castle. Tschüss.